Jetzt wird nochmal Hakan Tash von der Linken zu uns sprechen. Er wird insbesondere was dazu sagen zu dem gemeinsamen Antrag der Oppositionsparteien zum Winterabschiebestopp und danach Bruno von dem Unterstützerkreis für die Flüchtlinge. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, an so einem Tag haben viele den Weg hier vor die Innenverwaltung gefunden. Das ist auch gut so. Wir sind gemeinsam hier, um gegen Winterabschiebung, gegen Abschiebungen insgesamt hier zu protestieren. Wir werden im neuen Jahr einen gemeinsamen Antrag aller Oppositionsparteien einbringen, der es schaffen soll, dass es nicht nur bis Ende des Jahres einen Abschiebestopp in Berlin gibt, sondern ähnlich wie in anderen Bundesländern bis Ende März eine Abschiebestoppregelung auch hier geben kann und stattfinden kann. Es kann nicht angehen, dass Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern den Weg nach Berlin gefunden haben, die keine Sicherheit mehr in den jeweiligen Herkunftsländern haben, zurück in die Länder abgeschoben werden sollen. Nein, das darf nicht stattfinden. Die Flüchtlinge haben berechtigte Forderungen. Wir solidarisieren uns mit ihnen. Abschiebestopp, Abschaffung von Residenzpflicht, Gegenlagerhaltung für menschenwürdige Bedingungen überall, auch hier in Berlin. Danke. Danke.